Ey, Leute, was geht? Willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, ihr wundert euch, wieso ich jetzt hier keinen Rudel mehr dran habe. Ja, erkläre ich gleich noch. Jedenfalls, oder erkläre ich jetzt. Ich habe halt die Triebwerke noch unten abgebaut, wie ich das gerade gesagt habe. Oder im letzten Part gesagt habe. Mal diese Klamotten. Ja, ich musste halt was zu erklären. Ich hatte halt soweit alles fertig gemacht. Hatte auch endlich mal die Reifen alle benannt, alle eingestellt. Wollte eine Probefahrt eigentlich mit euch machen. Ne, hier runtergefahren und ich kam einfach nicht mehr hoch. Ja, und mir ist ein neuer Bug aufgefallen. Wenn ich das Modul angedockt habe und halt das steuere, dass ich halt fahren kann, werden die Triebwerke gar nicht mehr angesteuert. Ja. Ja, ich habe mir jetzt halt so ein bisschen was anderes da einfallen lassen. Auch schon soweit alles eingestellt und so. Ja. Jedenfalls, ich wollte mal was ganz anderes machen. Falls mal sowas passiert, wie jetzt mir eben gerade, dass ich hier angedotzt bin und so ein paar Reparaturen notwendig sind. Hier ist auch noch ein bisschen was zu reparieren, ist ein bisschen was kaputt gegangen. Nee. Hier unten und so weiter. Habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Na? Wir könnten endlich mal. Ja, wie ihr auch sehen könnt. Oder ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Ich habe mal wieder ein paar. Die Asimut-Mods auch mit reingepackt und alles. So. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Weil ich habe nämlich eben gerade noch. Ja. Ja, ich habe das so ein bisschen mit dem Space Master. Ja, ist alles drunter drüber gegangen. Das Ding ist mir um die Ohren geflogen, als ich es wieder hier hochsetzen wollte. Ne? Naja. Ist es mir um die Ohren geflogen. So. Jedenfalls. Könnte das ungefähr die Mitte sein? Ja. Das heißt, ich setze ihn mal da hin. Jedenfalls, ich habe auch mal unten in der Mine geguckt. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal ganz unten setze oder nicht. Ne, ich baue ihn lieber ganz vorne hin, damit er auch ein bisschen geschützt ist. So, ist das bloß oben? Ist oben. Okay. Ja. Lustig, glaube ich, die Materialien doch habe ich an Bord. Okay. Na, jedenfalls, ich fand das schon eine gute Lösung so. Jetzt muss ich bloß mal gucken. So, Bohrmodul. Nein, Bohrmodul. So. Ne, ich habe auch schon eine neue. Neues Blueprint von den Klamotten gezogen. Hab da extra mal das Datum hintergeschrieben, damit ich sie auch mal ein bisschen auseinanderhalten kann. So ein paar ältere Blueprints hier rausgeschmissen. Na komm. Jo. Dann kann ich euch das nämlich auch mal mit dem Nanit-Kontrollzentrum zeigen. Das kann nämlich auch so welche Sachen bauen. Das ist ja komplett schief. Naja. So, ja, dann stellen wir es doch mal ein. Deswegen habe ich jetzt auch schon das Ding soweit transparent gemacht und alles. Ja. Horizontal, vertikal. Wir müssen ein kleines bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ich das gerade so schlecht, das könnte aber gut sein. Das war soweit. Dreizehn. Irgendwie passt das alles nicht. Mal gucken, 12.
Sieht alles so ein bisschen komisch aus. Ja, hier ist soweit. 3. Ja, 3. Ah, da war es doch eben. Ein Stück vorwärts nur noch. Sind wir so weit. So dürfte es normalerweise passen. Mal kurz angucken. Jo. Ja, so kann man es dann halt nämlich machen, um seine Fahrzeuge immer wieder so zu reparieren, wie sie auch sind. Ne? Hauptsache, naja, solange der Projektor noch intakt ist und wenigstens einen Block hat, wo er bauen kann. So. Ja. Kann ich euch das dann halt zeigen? Das ist der Power Transmitter. So, Nanit. Ne, dazu braucht man nämlich das Nanit-Projektionsteil hier. Ansonsten baut er nicht. Könnt ihr ja sehen, die gehen jetzt halt noch nicht los. Ne? Und fangen das Ding hier an zu bauen. Dazu braucht man halt das Teil hier. Ja. Jetzt bräuchten wir noch Kommunikationskomponenten. Na, jedenfalls auch mit den Repair klappt es halt nicht. Man braucht halt wirklich dieses Projektionsgedöns, weil die müssen erst den Block mehr oder weniger bauen. Also grob bauen, so wie ich es halt hinsetze. Also, ja, halt erst hinsetzen. Und dann können sie erst bauen. Nein, ich wollte im Moment. 3 reichen? Oder nicht? Ja, jedenfalls dasselbe wollte ich dann halt auch gleich noch mit den Undock-Modul machen. Reicht gut. Ja, jetzt könnt ihr gleich sehen. Flitzen sie gleich los hier. Da sollten sie gleich losflitzen. Normalerweise, aber das war zu hoch. Ja, jetzt. Jetzt flitzen sie halt gleich los. Und fangen dann hier an die Blöcke zu setzen. Die fehlen. Boing, habt ihr gesehen. Jetzt halt haben sie den Block gesetzt. Und dann kommen halt die nächsten und bauen den halt fertig, wie gewohnt. No. Jedenfalls unten in der Mine war ich auch. Der Hämmer hat, soweit es geht, alles Uran abgebaut. Ja. Naja. Na, könnt ihr sehen. Hopp. Ja, und wir haben jetzt, die Raffinerie hat auch schon alles verarbeitet. Wir haben jetzt 1007 hier drinne und nochmal 300 und in den anderen. Nein, ja. Da doch noch eine Tatsache, noch ein Repair-Ding drauf bauen. Tatsache. Naja, gut. Funktioniert das nur in Zusammenarbeit mit Repair? Dekonstrukt, Repair. Dann muss man da halt noch ein Repair drauf bauen. Ja, ich war gerade überlegen an den Undock-Modul, ob wir da denn halt vielleicht das Ding wegmachen. Aber nee. Das doch nicht klappt. Muss ich den halt auch noch so bauen? Ja. Ja, jetzt sollten sie aber eigentlich das Ding dann auch fertig reparieren. Ja, jetzt kommen sie an. Gut, das heißt, ich muss denn hier auch noch so ein Projektionsteil bauen.
gute Idee. Achso, und ich habe noch festgestellt, die Triebwerke reichten schon wieder nicht aus. Deswegen musste ich noch mal ein paar kleinere mehr bauen. Ja, und das Ding ist immer noch nicht voll gewesen, ne? Aber da war auch jetzt nicht, glaube ich, großartig was im Ding drinne. Deswegen komisch. Mal kurz gucken. Ja, den... Oh, nee, den ganzen Container hat's weggerissen. Toll. Die ganze Material hier im Futsch. Nee. So. Ich muss überlegen, wo baue ich den hier hin? Ja, wäre schon keine schlechte Idee, direkt hier hinter, ne? Ja, dann müssen wir mal wieder gucken, wo das Hologramm hingehört. Aber sehr wahrscheinlich werde ich denn wohl aufsteigen müssen. Ich muss sowieso irgendwie erstmal eine gerade Position einnehmen. Naja, gut, egal. Schalten wir es mal kurz an hier. Geben mal kurz ein bisschen ab. Jetzt kommt wieder der Vorführeffekt, jetzt geht's wieder nicht, wa? Ach ja, kann gar nicht gehen. Fällt mir mal gerade ein. Ein großes Triebwerk ist weg. Deswegen geht das jetzt auch nicht. Naja. Okay, hier ist was. Doch erstmal kurz so versuchen. Was macht oder nicht. So, das Undock-Modul bitte. Der Projektor. Da. Die Baupläne. Undock-Module. Okay. Das scheint sogar schon fast zu passen. So auf jeden Fall. So würde ich sagen, ne? Sieht's doch gut aus. Schon. Ein Stück weiter noch zurück. Hier eben gerade schon. Wir haben schon ein bisschen was gebaut. So, jetzt aber. Das dürfte es aber eigentlich passen. Aua. Ja, schönen Dank auch. Okay. Scheint jetzt soweit alles zu funktionieren. Ja, keine Ahnung, wieso die hier die Lampen abgefallen sind. Die waren ja eigentlich so schön befestigt. Naja. Na, jedenfalls, jetzt wird das Modul denn auch vernünftig repariert. So wie es sein soll. Ich dachte
schon, die haben hier vorne noch irgendwie Scheiben gebaut oder so. So, hat er das Triebwerk jetzt schon fertig, ne? Ja, könnt ihr jetzt auch sehen. Ja, ist schon praktisch so, wie man das da machen könnte. Ja. So ist halt auch immer ein Projektor drinne. Und wenn dann halt irgendwelche Sachen fehlen, projiziert er die auch. Na gut, ich weiß nicht, ob ich die dauerhaft anlasse. Aber... Ne, jedenfalls, ich habe was... Ja, schon gemerkt. Die Batterien, naja. Okay. Ich weiß ja nicht, was sie schon wieder gemacht haben, ne? Also... Batterien scheinen wohl schon wieder abgeschwächt worden zu sein. Oder die Anzeige stimmt schon wieder nicht, weil ihr seht es jetzt hier, ohne Batterien wird es knappe Stunde halten, wenn ich jetzt halt die Batterien zuschalte. Ja, gerade mal 4 Stunden, das sind 3 Stunden. Mit den Masse an Batterien, die ich da drin habe. Und diesen paar Triebwerken nur. Ja. Nee, kann irgendwie nicht sein. So. Ja, jedenfalls, jetzt haben wir das. Brauchen wir uns um Schäden eigentlich mehr oder weniger keine Sorgen mehr zu machen. Ne? Jo. So, wie viel zieht der Projektor eigentlich? Theoretisch könnte man den ja dauerhaft anlassen. Okay. Und wenn ich nur mache hier Show Only. Aha. Maximal wird benötigt. Da steht aber nicht, wie viel er gerade braucht. Oh. Naja. Das Triebwerk haben sie auch schon dran gesetzt. Guti. Muss es nur fertig gemacht werden? Ja, natürlich muss ich das Triebwerk jetzt leider wieder neu einspeichern, dass es halt zu den Manövriertriebwerken gehört. Jedes Mal, wenn halt die Triebwerke neu gebaut werden oder so, ja, könnt ihr jetzt sehen, das würde dann halt reichen. Ja, aber ich sehe wirklich ein bisschen schwarz, wenn das Ding wirklich komplett voll ist. Der Container komplett voll ist. Das ist schon krass, ah. Jo. Und ich muss auf jeden Fall ein paar Gyros mehr bauen. Weil... Reicht nicht. Habt ihr vielleicht so ein bisschen gehört oder so? Nee. Das reicht auf keinen Fall. So, das ist ungefähr gerade hinter. Auf jeden Fall noch eine ganze Ecke nach vorne. Ja, ich hatte mir zuerst überlegt, ob ich halt hier an dem Verbinder andocke. Jetzt hoffe ich bloß, dass das von der Höhe her passt. Dass die Beacons da nicht im Wege stehen. So, erstmal eine ganze Ecke höher. Vielleicht nochmal ein bisschen drehen. Schon zu weit. So. Ja, schwerer wird es natürlich erst nachher, wenn man dann richtig. Ja, ja. Wenn man dann richtig von hinten reinfliegen muss, ne? Jo.
viel Gas. Oh, und ich habe gerade mal ganz kleines bisschen nur angetippt. 10 bin ich schon irgendwo. Oh, nein, 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 nein. Bleib stehen. Bleib stehen. Irgendwas ist da auf jeden Fall gerade in die Brüche gegangen. Was ist denn das jetzt hier schon mal? Ich will kurz noch andocken. Theoretisch könnte ich so mal gucken, was ich jetzt mal anschalte. Passt es leider nicht so gut. Das eigentlich schon passen. Jetzt hat er eingerastet. Ja, deswegen will ich das normalerweise lieber erst machen, wenn ich ja schon eigentlich so ziemlich gut in Position bin. So. Ohne die Triebwerke würde es mit den Batterien 72 Stunden halten. Auch wenn ich jetzt hier so. Wenn ich einen Bohrer anschalte, 6 Tage. Schalte ich die Bohrer aus, sind es nur 10 Stunden mit laufenden Bohrern. Deswegen ja. Trotzdem nur 10 Stunden, wieso auch immer. Naja. Ich weiß auch nicht, was mit dem Spielsound momentan los ist. Tut mir auch so ein bisschen leid. Okay. Ja, jedenfalls so, Leute. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen. Was ich hier euch gezeigt habe. Ja. In der nächsten... Da oben haben sie was falsch gesetzt, okay. Ich meine noch, die haben irgendwas gesetzt, aber was halt noch nicht ganz richtig war. Das war nämlich das Teil hier von der Lüftung. Vielleicht da halt noch einen daneben gelegen habe. So. Ja, mir ist jedenfalls wirklich alles um die Ohren geflogen. Auch hier die ganzen Kolben abgeflogen, die ganzen Rieder abgeflogen. Nee. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, ich will mal gucken, hier die ganzen Rampen abbauen und gerade. Irgendwie hier gerade auf diese Fläche kommen. Naja. Ja, Leute. Ja, bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Zuschauen. Ja, über Daumen, Kommentare. Ja, dass ich euch sowas mal gezeigt habe, wie man sowas machen kann. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Da ist was abgeflogen. Und da das wieder zu einem anderen Gerät gehört, ne, macht das wieder nicht. Ach ja. Das ist
bescheuerte Scheiße. Das kotzt mich jedes Mal so an. Okay. Ja, jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt ihr jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht, naja. Da könnt ihr jedenfalls sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den zwei Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.